Genossinnen und Genossen, liebe Freunde, bei der Vorratsdatenspeicherung hat die SPD die Wahl zwischen dem sozialdemokratischen Weg und dem opportunistischen Hasenfußweg. Der kleine Siggi schlägt den Hasenfußweg vor. Wir winken das durch. Wenn es danach ein Attentat gibt, kann uns niemand vorwerfen, wir hätten nicht das Nötigste getan. Wir verletzen zwar Grundrechte und helfen mit, aus Terrorangst unsere demokratischen Prinzipien zu verraten, aber das macht doch nichts, dafür bleiben wir wenigstens am Kindertisch der Koalition sitzen. Der sozialdemokratische Weg wäre dagegen dieser. Wir schauen in die USA und nach England und sehen katastrophale Verhältnisse, weil dort aus blinder Panik vor dem Terror fundamentale Prinzipien der Demokratie ausgehöhlt werden. Wir gehen einen anderen Weg, der wahren Kampf gegen Terrorismus bedeutet, nämlich unsere Demokratie zu schützen, anstatt sie zu schwächen. Ja, aber was tun wir denn, wenn 4 Monate später ein schlimmer Terrorangriff passiert? Dann lassen wir die unverfrorene Behauptung, dass uns die Verteidigung unserer Demokratie eine Mitschuld an einem Attentat gibt, einfach nicht zu. Es ist also eigentlich nicht so schwer. Und jetzt hört auf mit dem Unfug. Ich hab schon Rücken vom Fehlen im Grab umdrehen.